بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine geehrten Geschwister, wir wollen inshallah ta'ala heute die Geschichte von unserem Propheten Hud alayhi salam weitererzählen. Wir werden versuchen, inshallah ta'ala, die Geschichte auch heute abzuschließen. Und wir hatten letzte Mal über das Volk der Ad gesprochen gehabt, jenes Volk, zu dem dieser edle Prophet Hud alayhi salam gesandt wurde. Wir hatten gesagt gehabt, dass Hud einer der vier arabischen Propheten ist, die uns bekannt sind. Hier nochmal ganz wichtig, die uns bekannt sind. Es kann sein, dass es noch andere gab, aber die uns bekannt sind. Und Allah Ta'ala, er sagt ja im Koran, minhum man qasasna alaik, wa minhum man lam naqasus alaik. Einigen von ihnen, oder von einigen von ihnen haben wir dir erzählt und von anderen haben wir dir nicht erzählt. Und Hud ist einer jener Propheten, von denen Allah Subhanahu wa Ta'ala sehr intensiv und sehr häufig im Koran berichtet hat. Und wir hatten gesagt gehabt, dass sein Name insgesamt 7-mal im Koran erwähnt wird. Wir hatten aufgezeigt gehabt, wo und wann die Ad circa gelebt haben. Wo haben sie gelebt? Das hatten wir gesagt gehabt. Nur so zur Auffrischung und Schau. In der Beirautstraße am Hadramaut. Genau. Oh, das liegt jetzt nicht an mir, oder? Samaha Allah. Tamam. Okay, das heißt richtig. Ja, in Hadramaut, wo liegt Hadramaut heutzutage? Das musst du wissen. In Jemen. In Jemen, genau, richtig. Aus deiner Ecke. Genau, richtig. Ja, also sozusagen im Jemen. Ja, und sie waren halt wirklich eine große Zivilisation, die dort gelebt hat und die sich ausgestreckt hat bis fast zum Norden der arabischen Halbinsel. Ja, also auf dem Weg der Weihrauchstraße. Und sie waren sehr fortschrittlich gewesen, hatten eine große Zivilisation errichtet gehabt und haben circa zwischen 2200 und 1500 vor Christus gelebt. Zwischen 2200 und 1500 vor Christus gelebt und hatten auch eine Stadt errichtet gehabt, welche sehr bekannt gewesen war. Wie hieß diese Stadt? Die finden wir auch im Koran namentlich erwähnt. Kann man jemand sagen, dass er vielleicht zweites Stück hat? Iram. Iram, genau. Irama dhatil imad. Iram, die Stadt mit den Pfählen. Ja, oder? Mit den sozusagen Stützen. Mit den Stützen. Und Iram. Iram, genau. Iram. Dhatil imad. Und Allah sagt über sie, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Dergleichen nicht erschaffen wurde in den Landstrichen. Also mit anderen Worten, es war wahrscheinlich wirklich eine Art, weiß ich nicht, New York heute gewesen oder eine Art Istanbul oder Bagdad. Also wirklich eine gewaltige Stadt muss das gewesen sein in dieser alten Welt. Und wir hatten aufgezeigt gehabt, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie auch mit vielen Gaben überhäuft hatte. Könnt ihr euch noch an einige dieser Gaben erinnern, mit denen Allah ta'ala die Art ausgezeichnet hatte. Ja, erwähnt gehabt. Ja, starke Körper. Sie waren sehr kräftig gewesen. Dann, Allah Ta'ala, er hat ihnen grüne Flächen gegeben, sodass sie auch Ackerbau betreiben konnten. Sie konnten Handel betreiben und deswegen auch an der Weihrauchstraße. Also sie waren wahrscheinlich ja, wirklich sehr fortschrittlich gewesen, hatten viel Geld gehabt, viel Vermögen gehabt und hatten auch unglaublich große Macht gehabt zu ihrer damaligen Zeit. Und jetzt schickt Allah subhanahu wa ta'ala einen Propheten zu ihnen. Und wenn wir jetzt berücksichtigen, sie haben von zwischen 2200 bis 1500 vor Christus gelebt. Das heißt, sie hatten wirklich wahrscheinlich ein großes Reich gehabt, was auch lange angehalten hat. Und Allah Ta'ala, er hat nicht sofort zu ihnen einen Propheten gesandt. Und
Wir hatten letztes Mal auch erwähnt gehabt, dass dieser Fortschritt nicht immer unbedingt bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit diesem Volk auch zufrieden ist. Also Fortschritt ist nicht immer verbunden mit Moral. Fortschritt ist nicht immer verbunden mit Moral. Und das sehen wir ja heutzutage. Wir sehen das beispielsweise, wenn wir uns jetzt die aktuelle Ukraine-Krise anschauen, den Krieg in der Ukraine. Da hast du ein Land, ja, das größte Land der Erde, Russland, ja, was ein anderes Land überfällt. Ja, und tausende Menschen fallen dem zum Opfer. Tausende Menschen fallen ihm zum Opfer. Und da sehen wir, der Fortschritt eines Landes, die militärische Stärke eines Landes, hat nichts mit der Moral dieses Landes zu tun. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass der Westen unbedingt besser ist. Ja, ist er ja nicht. Ja, es sind im Grunde genommen sehr viele Verbrechen begangen worden. Ja, sowohl im Osten als auch im Westen. Ja, wir dürfen nicht vergessen, ja, was im Irak gemacht wurde, was in Afghanistan getan wurde. Es sind ja genauso Verbrechen, nur sie werden heutzutage nicht so gesehen. Ja, also ohne das zu mindern, man kann Unrecht nicht gegeneinander aufwiegen. Ich mag das überhaupt nicht, wenn man sagt, ja guck mal, ja, die haben damals auch... Unrecht ist Unrecht, das müssen wir auch ganz offen so sagen als Muslime. Wir können nicht Unrecht relativieren. Nur weil woanders noch größeres Unrecht gemacht wurde. Aber eines können wir sagen. Die Sichtweise, zumindest der westlichen Welt, auf das, was in Afghanistan und auf das, was im Jemen und in anderen Orten dieser Welt geschehen ist, im Irak, wo Länder überfallen wurden, ganz klar überfallen wurden, das ist ja eindeutig. Ja, sie wurden wirklich überrannt. Hunderttausende von Menschen sind gestorben. Auf der Flucht etc. All das wissen wir, das passiert. Ja, gerade momentan, immer noch, die Folgen, ja, die erleben wir. Aber die Welt interessiert das nicht. So sehr, wie es das interessiert, wie sie das interessiert, was momentan in der Ukraine geschieht. Und es wird anders auch berichtet. Ja, es sind Europäer, blaue Augen, weiße Haut, ja, aber das sind ja zwar auch Menschen, aber halt irgendwie aber das Gefühl, Menschen zweiter Klasse. Und das Leben eines Afghanen ist wahrscheinlich nicht so viel wert wie das Leben eines Europäers. Ohne das Unrecht, was gerade dort geschieht, zu mindern. Es ist genauso ein Unrecht. Ja, es ist nur diese Berichterstattung, die einen sauer macht. Und die Sichtweise der Welt, ja, dass man einfach die Menschen unterschiedlich bewertet. Und das ist wirklich unglaublich traurig. Aber gut, ja, wir sehen also, Fortschritt, Macht, militärische Macht, muss überhaupt nicht einhergehen mit Moral. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Es kann sogar dem genau gegenüberstehen. Und das sehen wir heutzutage mit eigenen Augen. Subhanallah. Das, was momentan geschieht in der Welt, ja, zeigt uns, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat Propheten gesandt. Und ich bin mir sicher, würde es nach dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam noch weitere Propheten geben, dann wären wahrscheinlich jetzt auch Propheten gesandt worden. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist nun mal der letzte Prophet, der an die Menschheit gesandt wurde. Und Allah ta'ala, er hat zu dieser Zivilisation, zu diesem Volk nun den Propheten Hud alaihi salam gesandt. Und was Hud von ihnen verlangt hat, ist eigentlich gar nicht viel. Er hat nicht von ihnen verlangt, dass sie ihr Vermögen aufgeben, ihre Macht aufgeben. Sondern er hat lediglich verlangt, dass sie bestimmte Dinge ändern sollen. Und dass, wenn sie das tun, eigentlich noch mehr von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen werden, als sie schon zuvor hatten. Das, was Nuh alayhi oder Hud alayhi salam von ihnen verlangt hat, ist lediglich, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala allein dienen sollen. Und dass sie den Propheten gehorchen sollen. Und dass sie kein Unrecht mehr tun sollen. Das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen verlangt hat. Und Hud alayhi salam dann auch verkündet hat. Und wir hatten letztes Mal aufgezeigt gehabt, als wir darüber gesprachen, dass Allah Ta'ala Hud alayhi salam immer als Bruder der Art bezeichnet. Das ist nochmal ein wichtiger Aspekt, den wir nicht vergessen dürfen. Und wir haben ausführlich darüber gesprochen gehabt, über diesen Aspekt. Er ist der Bruder der Art, er ist ein Teil von ihnen. Und hier noch einmal jetzt zu dem, was Hud alayhi salam eigentlich von seinem Volk verlangt hat. Und zwar gibt es ja verschiedene Stellen im Koran, die über die Geschichte von Hud alayhi salam sprechen, mit seinem Volk. Und jede dieser Stellen hebt etwas Besonderes hervor. Ich habe es mal versucht, ein bisschen zu ordnen, damit wir uns einfach mal anschauen, wie Hud alayhi salam mit ihnen Da'wah gemacht hat
und wie sie dann darauf reagiert haben. Allah Ta'ala, er sagt in Surat Al-A'raf, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. Und zu den Aad, ihrem Bruder Hud, also wir sandten zu den Aad, ihrem Bruder Hud. قَالَ يَا قَوْمٍ. Er sagt, oh mein Volk, اِعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ. Dient Allah, keinen Gott habt ihr außer ihm. Die grundlegende Botschaft aller Propheten. Die grundlegende Botschaft aller Propheten, sich Allah subhanahu wa ta'ala allein zuzuwenden. Und wir hatten ja auch gesagt gehabt, dass die Aad ebenfalls angefangen hatten, Götzen anzubeten. Könnt ihr euch noch vielleicht erinnern, welche Götzen sie hatten oder wie viele Götzen sie hatten, was ihre Hauptgötzen gewesen sind? Genau. Es hat, ja? An die Namen erinnere ich mich nicht, aber es waren ursprünglich drei. Genau, es waren drei Götzen gewesen, welche sie angebetet hatten, und zwar Sada, Samuda und Hara. Wieso? Die Namen sind jetzt nicht wichtig. Ja, sie hatten drei Götzen gehabt, drei Hauptgötzen, welche sie angebetet hatten. Und Hud alayhi salam, er wollte zunächst erst einmal, dass sie von diesem Götzendienst loskommen, weil das ist die grundlegende Botschaft aller Propheten. Und das ist auch die grundlegende Da'wa, die jeder Muslim verkünden sollte. Ich sollte als Muslim, wenn ich mit jemandem Da'wa machen möchte, immer mit den Grundlagen anfangen. Und nicht mit irgendwelchen Zweigfragen. Viele machen den Fehler, wenn sie Da'wa machen, sie diskutieren über so einzelne Fragen. Was sagt der Islam, weiß ich nicht, zum Kopftuch, was sagt der Islam, keine Ahnung, zur Beschneidung. Also irgendwelche, sage ich mal, Zweigfragen. Wenn du aber die Möglichkeit hast, mit einer Person etwas ausführlicher zu sprechen, dann versuch mit ihm zunächst erst einmal auf diese Grundlagen einzugehen. Weil genau das ist es, was nicht nur unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam getan hat, sondern alle Propheten getan haben. Weil das Problem vieler Menschen ist, dass sie überhaupt nicht verstehen, warum sollte ich mich überhaupt an irgendwelche Gebote halten. Warum sollte ich bestimmte Dinge machen? Warum sollte ich beten? Warum sollte ich fünfmal am Tag beten? Warum sollte ich bestimmte moralische Dinge einhalten? Warum sollte ich keinen Zina machen? Die verstehen das nicht. Es ist auch normal, dass sie das nicht verstehen. Wieso? Weil sie nämlich glauben, sie können als Menschen tun und lassen, was sie wollen. Sie glauben nicht an etwas Höheres und wenn, dann an etwas, was unbestimmt ist. Ja, irgendeinen Schöpfergott, der die Menschen zwar erschaffen hat und sich dann selbst überlassen hat. Da ist irgendetwas. Aber was kann ich nicht definieren? Und ist mir eigentlich auch egal, was der von mir will. Ich meine, dieser Gott, der das gemacht hat, der kann nicht wirklich vollkommen sein. Guck dir mal die ganzen Kriege an, etc. Ja, solche Argumente kommen dann von den Leuten. Und hier ist es ganz wichtig, zunächst erst einmal mit diesen Grundlagen anzufangen. Warum muss es dann überhaupt Gott geben? Warum kann es nur einen einzigen Gott geben? Und wenn es nur diesen einen einzigen Gott gibt, der uns erschaffen hat, kann es sein, dass er uns einfach so erschaffen hat, ohne von uns etwas zu verlangen? Wenn ich diese Fragen nicht beantworten kann, dann werde ich alle anderen Fragen auch nicht beantworten können. Weil dann werde ich auch Schwierigkeiten haben, die Menschen von bestimmten Geboten zu überzeugen. Warum sollte ich mich als Mensch an irgendein Gebot halten, was mich einschränkt in meinem Leben, wenn ich es auch anders kann? Weil am Ende denke ich hier nur an mich selbst. Ich denke an mein eigenes Wohl. Ich mache das, was mir Spaß macht. Das ist die logische Schlussfolgerung. Ja, wenn ich nicht an Gott glaube, dann mache ich das, was mir Spaß macht. Das, was ich für richtig halte, das mache ich. Ist mir völlig egal, ja, ob es da irgendetwas gibt. Was, ja, Hauptsache, es macht mir Spaß. Hauptsache, ich profitiere davon. Das ist das, worauf es ankommt. Ob es der Gesellschaft schadet oder nicht, das ist eine andere Sache. Man kann natürlich über alles diskutieren, man könnte auch über jedes einzelne Gebot diskutieren und auch Leute davon überzeugen. Aber am Ende fragt sich jemand, warum sollte ich mich daran halten und mich einschränken in meinem Leben, wenn ich es auch anders tun könnte? Warum soll ich nicht ab und zu mal ein Bierchen trinken? Warum soll ich nicht in die Disco gehen, einfach Spaß haben, mit Frauen tanzen und jeden Tag eine andere Frau haben etc.? Warum sollte ich das nicht tun? Das versteht jemand nicht, der nicht verstanden hat, dass er Verantwortung trägt in dieser Dunja. Und dass Allah Ta'ala ihn für das, was er tut, zur Rechenschaft ziehen wird. Solange ich niemandem Leid zufüge, bin ich doch ein guter Mensch. Aber du tust Leid zu, du weißt es nur nicht.
Und zwar in einer anderen Form, und zwar der gesamten Gesellschaft. Dir selbst, du tust Unrecht dir gegenüber selbst. Du tust Unrecht gegenüber der Gesellschaft. Aber das merkst du in diesem Moment natürlich nicht, wenn du das tust. Und das ist ganz wichtig. Man muss in der Da'wah, genauso wie es Hud alaihi salam und alle anderen Propheten, bei jedem Propheten sehen, ja, müssen wir uns immer erst einmal auf das Fundament, auf die Grundlagen konzentrieren. Weil wenn die klar sind, dann kann ich darauf aufbauen. Und dann kommen auch die anderen Dinge. Subhanallah. Ich habe das immer wieder gemerkt. Ich kann mich sehr gut erinnern an einen Bruder, der Alhamdulillah, ist immer noch Bruder, ist das schon, aber wirklich, wie lange ist das her? Schon über 20 Jahre, subhanallah. Ja, der war, ich kann mich so sehr gut erinnern. Der ist gerade ganz frisch Muslim geworden, ganz frisch, ein ganz junger. Ja, ich kann mich noch erinnern, hier am Kottbusser Tor, haben die noch mit so einem Dauer gemacht und weiß ich noch ganz genau, hat er noch eine Freundin gehabt. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, die Freundin war bauchfrei gewesen. Und dann ist er dann wirklich kurz darauf Muslim geworden. Und dann weiß ich doch, wie er zu mir sagte, also ich werde niemals zulassen, dass meine Frau Kopftuch trägt. So, niemals. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja? Er ist ein gut aussehender junger Mann, kräftig groß, ja, hat seine Freundin und subhanallah, ja, er wird Muslim und seine gesamte Denkweise fängt an, sich zu verändern. Warum? Weil jetzt das Fundament vorhanden ist und du kannst darauf alles aufbauen. Und deswegen ist es auch so wichtig in der Da'wah, wenn du mit Menschen darum hast, die zum Islam einlädst, sprich nicht mit ihnen über Kopftuch, über, weiß ich nicht, irgendwelche Verbote, sondern lass sie erstmal was machen, lass sie erstmal den Islam annehmen. Und alles andere kommt, wenn sie den Islam wirklich verinnerlicht haben, von ganz allein. Du musst gar nicht mit ihnen darüber reden. Sie wollen es selbst praktizieren, weil der Iman nämlich vorhanden ist und das Fundament vorhanden ist. Kommen wir zurück zu Hud alaihi salam. Das heißt, Hud alaihi salam, er hat zunächst erst einmal mit ihnen über was gesprochen? Über die Grundlagen. Ja? Ihr habt keinen Volk, ihr habt keinen Gott außer ihm. Wollt ihr nicht gottesfürchtig sein? In einer anderen Ayah, Fattakullaha wa ati'un surat al-Shu'ara. So fürchtet Allah und gehorcht mir. Die Grundlagen des Glaubens. Wir befolgen den Worten Allahs und wir befolgen die Worte des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Das, was wir auch als Koran und Sunna bezeichnen. Das, was heutzutage viele Muslime versuchen, zu trennen voneinander. Die Sunna hat kein sozusagen keine, ist nicht verbindlich für die Muslime. Ja, aber ja. So fürchtet Allah, also befolgt Allah und gehorcht mir als Prophet. Weil ich bin nämlich der Verkünder der Botschaft. Und dann bestätigt er noch einmal an anderer Stelle, dass er auch wirklich ein Gesandter Allahs ist. Und er bringt ihnen die Zeichen, damit sie auch wissen, er ist wirklich ein Gesandter Allahs. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und zwar jeder kann behaupten, ein Prophet Gottes zu sein. Jeder. Heutzutage kannst du einfach einen YouTube-Kanal aufmachen, ja, und sagen, ich bin ein Prophet Gottes. Es gibt Leute wirklich, die das machen. Gerade ich kenne sogar Leute hier in Berlin, da kam einmal jemand, hat gesagt, er behauptet, ich glaube, der war psychisch krank gewesen, aber unabhängig davon hat dann angefangen, irgendwelche Gedichte, da sah das Salamusch, da kann ich mich sehr gut erinnern. Er hat dann angefangen, irgendwie in Prosa zu sprechen und dachte, das ist jetzt sozusagen sein Wunder, was er bekommen hat. Er meinte, ich werde auch nach Mekka gehen und verkünden, dass ich der Messias bin. Macht euch ja gebracht, das ist bloß nicht. Überall aber nicht in Saudi-Arabien. Kommst du wahrscheinlich nicht zurück. Und auf jeden Fall, subhanallah, ja, ich brauche einen Beweis dafür, dass es wirklich ein Gesandter Gottes ist. Und deswegen hat er ihn auch ganz klar gesagt. Ja, inni lakum rasulun amin, gewiss, ich bin für euch ein vertrauenswürdiger Gesandter. Genau das, was auch unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam getan hat. Er hat den Leuten gesagt, Leute, ich habe nie gelogen. Ich habe immer die Wahrheit gesagt. Ich bin vertrauenswürdig. Es gibt eigentlich nichts, was man ihm aussetzen könnte. Salawatu rabbi wa sallamu alaihi. Ein vollkommener Mensch, das absolute Vorbild. Er kommt mit Wundern von Allah subhanahu wa ta'ala. Alles deutet darauf hin, dass er wirklich ein Gesandter Gottes ist. Und dann, er fügt noch hinzu, dass er von ihnen auch nichts möchte. Er will davon nicht weltlich profitieren. Wenn jemand mit seiner Da'wah weltlich profitieren möchte, dann weißt du ganz genau, das ist ein Hochstapler. Der ist nicht aufrichtig in dem, was er tut. Jemand, der versucht, mit religiösen Inhalten sich zu bereichern. Es ist nicht falsch, dass man, weiß ich nicht, auch entschädigt wird für seine Arbeit. Nein, etwas anderes, darüber rede ich nicht. Aber Leute, die sich versuchen zu bereichern. Vor diesen Leuten musst du dich in Acht nehmen. Weil sie nämlich bereit sind, sich anzupassen, um sich nochmal zu bereichern. Und du weißt auch nicht, ob sie wirklich immer die Wahrheit sagen werden, weil sie eventuell nämlich dann durch diese Wahrheit auch Verluste machen könnten. Und das siehst du ja auch bei einigen, leider, Predigern, Gelehrten, auch in der islamischen Welt, in der arabischen Welt, die dann wirklich gefallen sind, die dann bekannt gewesen waren und es gehabt haben, dass sie alles verlieren werden.
und dementsprechend dann auch nicht mehr die Wahrheit gesagt haben. Nicht bereit gewesen sind, den Regenten zu kritisieren für das, was er tut. Einfach stillschweigend alles hingenommen haben, wenn nicht sogar den Tyrannen gelobt haben und an seiner Seite gestanden haben. Das ist sehr gefährlich. Und Allah Ta'ala, er zeigt auf, nein, ja, diese Propheten sind gekommen, nicht weil sie damit profitieren möchten, sondern weil sie wirklich die Botschaft Allahs verkünden möchten und sogar bereit sind, sich aufzuopfern für diese Sache. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Ich verlange von euch keinen Lohn dafür. Mein Lohn obliegt nur dem Herrn der Weltenbewohner. Das ist die Grundlage für den Erfolg der Da'wah. Dass die Leute dich auch ernst nehmen. Dass sie wissen, du meinst es aufrichtig. Dass du bereit bist, es für Allah subhanahu wa ta'ala zu tun. Und das ist nicht einfach. Man muss sehr viel opfern für diese Sache. Und die Propheten, sie waren bereit gewesen, alles zu opfern. Das haben die Menschen auch gesehen. Als unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam in Mekka bekannt geworden ist, da kamen die Quraysh zu ihm. Und sie haben ihm Angebote gemacht, die jemand, der nicht aufrichtig wäre, angenommen hätte. Wenn du willst, machen wir dich zum Reichsten unter uns. Nein. Wenn du willst, bekommst du die schönsten Frauen. Nein. Wenn du willst, machen wir dich zum Mächtigsten unter uns. Nein. Wenn du krank sein solltest, dann holen wir dir die besten Ärzte. Nein. Und dann sagte er nur, Wallahi, la wada'u shamsa fi yamini, wal qamara fi yasari, ala an atruka hadha al-amri ma taraktuhu, illa an ahlika dunahu, aw an yuzhirahu Allahu azza wa jalla. Bei Allah würden sie die Sonne in meine Rechte legen und den Mond in meine Linke, damit ich davon ablasse. Ich würde nicht davon ablassen. Entweder werde ich die Menschen dadurch erreichen und Allah bringt es zum Vorschein, oder ich werde sterben und zugrunde gehen. Aber Geld, Reichtum, irgendwelche Gelüste können mich nicht davon abbringen, diese Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala weiter zu verkünden. Und das Leben unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam hat dies auch aufgezeigt. Und subhanallah, immer noch versuchen heutzutage irgendwelche Orientalisten, irgendwelche Islamhasser, ja, zu sagen, ja, guck mal, der wollte nur, was ich, ist ein Hochstapler gewesen, der wollte damit nur Reichtum erlangen. Reichtum, Macht, was für Macht, was für Reichtum. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ist von dieser Dunja gegangen und er hat nichts besessen. Sein Schild, als der Prophet gestorben ist, sallallahu alaihi wasallam, war noch bei einem Juden gewesen als Pfandgabe dafür, dass er eine Gattin bekommen hat. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat mehrere Wochen hintereinander nur von den beiden Schwarzen gelebt. Al-Aswadain, was sind die beiden Schwarzen? Was sind die beiden Schwarzen? Datteln und Wasser. Datteln und Wasser. Kein Feuer brannte bei ihm zu Hause. Nichts gekocht. Nur Datteln und Wasser. Ist das jemand, der nach Macht strebt? Jemand, der nach Einfluss strebt? Und so waren die Propheten gewesen. Hud alayhi salam. Er sagte es nicht nur, sondern er hat es gesagt und sie wussten es, dass es so ist. Sie haben ihn nicht gesehen. Dieser Mann, der will nichts von unserer Dunya. Ich meine, würde er etwas von dieser Dunya wollen, dann wäre er jetzt irgendein Staatsmann mit dieser Intelligenz, mit diesen Fähigkeiten, die ein Prophet hat, könnte er alles erreichen von der Dunya. Aber er hat auf all dies verzichtet. Und nachdem er das getan hat, fängt jetzt Hud an, mit ihnen Da'wah zu machen, Schritt für Schritt. Und er beginnt damit, wie wir das auch in Surat al-Shu'ara haben, ihnen zunächst erst einmal vorzuhalten, was sie falsch machen. Und er sagt, أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ. Baut ihr denn auf jeder Anhöhe ein Wahrzeichen und treibt ein sinnloses Spiel? Und einfach, weiß ich nicht, angeben, Prahlerei. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. Und nehmt euch Bauwerke in der Hoffnung, auf dass ihr ewig leben würdet. Ihr fangt an, nur noch nach dieser Dunya zu streben. Ihr habt vergessen, woher ihr das alles habt und dass das alles vergänglich ist. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat die Muslime genau davor gewarnt, weil das, was diesen Völkern geschehen ist, könnte uns auch genauso geschehen. Und ist auch uns genauso geschehen. Ich meine, es gab in der islamischen Geschichte große Dynastien.
Ob es die Umayyaden waren, ob es die Abbasiden waren, ob es die Uthmanen waren, das Osmanische Reich. Wie kam es dazu, dass diese Reiche untergegangen sind? Genau aus denselben Gründen, subhanallah. Sie dachten, dass sie ewig in dieser Dunya bleiben. Sie dachten, das sei Gott gegeben und dementsprechend könnte ihn nie wieder jemand etwas anhaben. Und diese Macht könnte ihn nie wieder in irgendeiner Weise genommen werden. Wer sagt so etwas? Und diese Tage, ja, wir verteilen die Macht unter die Menschen in übertragener Übersetzung. Ja? Also mal hat der die Macht, mal der andere die Macht. Und Allah, was er gegeben hat, kann er auch wieder nehmen. Und sie haben so gelebt, als würden sie ewig bleiben, als würde ihre Zivilisation niemals enden. Als wäre sie die einzige auf der Welt. Und haben hierfür Riesenbauwerke errichtet, um das zur Schau zu stellen. Und er hat sie dafür kritisiert. وَإِنْ بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. Und wenn ihr zupackt, packt ihr gewalttätig zu. Ihr seid Tyrannen. Ihr tut anderen Völkern Unrecht, genauso wie heutzutage, subhanallah. Genauso wie heutzutage. Ja, das, was jetzt momentan geschieht in der Welt, das hat Auswirkungen auch auf diese großen Nationen, die wir heutzutage haben. Die glauben, sie würden immer die erste Welt bleiben. Die glauben, sie würden immer die mächtigsten bleiben. Nein, das ist nicht so. Die Welt ändert sich. Und wir erleben es gerade selbst. Eine neue Weltordnung, die im Entstehen ist. Darüber sprechen alle. Etwas, was man sich vielleicht so vorher gar nicht vorstellen könnte, passiert gerade vor unseren Augen. Eine neue Weltordnung. Eventuell werden wir das noch erleben. Eventuell nicht, ich weiß es nicht. Aber grundsätzlich, es kann passieren. Und das zeigt, dieses Verhalten, dieses Handeln, dieser Hochmut, diese Tyrannei, und wenn ihr zupackt, packt ihr gewalttätig zu, hart zu, habt keine Barmherzigkeit, seid nicht gerecht. Das muss Auswirkungen haben. Das wird nicht immer so bleiben. Und das wird auf euch zurückfallen. Früher oder später. Und der Prophet, er macht, versucht ihnen ihre Augen zu öffnen. Aber diese Menschen wollten nicht hören. Ganz im Gegenteil. Sie haben ganz klar und deutlich zu ihm gesagt, sawa'un alayna awa'azta am lam takum min alwa'izin in hadha illa khuluqul awwalin wa ma nahnu bimu'azzabin. Das ist ihre Antwort gewesen. Sie sagten, gleich ist es in Bezug auf uns, ob du ermahnst oder ob du nicht diejenigen zu denjenigen gehörst, die ermahnen. Das ist uns völlig egal. Wir brauchen keine Propheten. Beschäftige dich mit dir selbst. Wir werden deine Ermahnung nicht erhören. Und subhanallah, das kann wirklich passen. Es ist unglaublich. Also ich meine, wenn wir jetzt mal auch unsere heutige Situation nehmen, mit Putin und Russland. Viele sagen ja auch, ja, also ich meine, ich höre mir auch, ihr hört euch auch sicherlich Nachrichten an, ich bin jetzt wirklich kein Experte, aber das, was ich aus den Nachrichten habe, genauso wie ihr. Ja, also Berichte, weiß ich nicht. Ja, viele sagen ja, dass jemand wie Putin, der so etwas macht, einfach auch den Bezug zur Realität verloren hat. Auf niemanden mehr hört. Keiner kann ihn mehr erreichen. Er glaubt, er ist unangreifbar. Nichts kann ihm mehr passieren. Er hat die Zügel in der Hand. Und Hochmut steht immer kurz vor dem Fall. Subhanallah. Wer bist du, dass du mich ermahnen kannst? Ich bin der Präsident. Ich bin der Pharao. Ma urikum illa ma ara. Ja? Es ist immer meine Meinung, die richtig ist. Ja? Es ist immer meine Meinung, die richtig ist. Ihr könnt mir gerne was erzählen, aber am Ende ist es meine Meinung, die richtig ist. Ich kann nicht falsch liegen. Das ist höchst gefährlich. Ja, und diese Arroganz bei Völkern, bei Herrschern, bei Staaten, ja, sie kann dazu führen, dass das verheerende Folgen hat. Aber Hud alayhi salam, er hat nicht gleich aufgegeben. Er wäre kein Gesandter Allahs, wenn er gleich aufgibt. Sondern er hat, genauso wie wir es bei Nuh alayhi salam gehört haben, verschiedene Mittel verwendet und Methoden, um sie zu erreichen. Mal hat er ihnen ihre Sünden und ihre Fehler vorgehalten. Und dann hat er ihnen wieder die Gnaden Allahs, mit denen er sie überhäuft hat, aufgezeigt. Vielleicht werden sie sich dadurch erinnern. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ.
Und fürchtet denjenigen, der euch unterstützt hat mit dem, was ihr wisst. Am Ende ist es doch alles von Allah. أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ, der euch unterstützt hat mit Vieh und Söhnen. وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ, und Gärten und Quellen. Er zeigt ihnen all diese Gnaden auf. Er versucht jetzt mit diesem Mittel, genauso wie Nuh alayhi salam, es mal versucht hat, indem er sie gewarnt hat, und mal versucht hat, indem er ihnen einfach die Gnaden Allahs vor Augen gehalten hat. Aber auch all dies hat nichts gebracht, weil sie dachten, das wäre alles von ihnen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er berichtet darüber und er sagt, فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ, was nun die Aad angeht, so verhielten sie sich hochmütig auf der Erde ohne Recht. وَقَالُوا, und was sagten sie jetzt? مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً, wer hat eine stärkere Kraft als wir? Also mit anderen Worten, keiner steht über uns. Das haben wir uns alles selbst angeeignet. Wir sind die Auserwählten, uns kann keiner etwas anhaben. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً, sahen sie denn nicht, dass Allah, der sie erschaffen hatte, eine stärkere Kraft hat als sie? وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجَحَدُونَ, aber sie pflegten unsere Zeichen zu verleugnen. Nichts hat was gebracht. Was macht Hud alayhi salam? Er sucht nach einem dritten Mittel. Das erste Mittel ist welches gewesen? Er hat zunächst einmal versucht, ja, ihnen die Augen zu öffnen, dass sie Fehler machen. Haben sie nicht akzeptiert. Dann hat er es versucht auf schöne, gute Weise. Schaut mal, ja, was für Gnaden Allah euch gegeben hat. Wollt ihr nicht Allah fürchten? Hat auch nichts gebracht. Und dann versucht er es auf eine dritte Weise, indem er sie nämlich warnt vor einer harten Strafe. Inni akhafu alaykum azab yawmin azim. Gewiss, ich fürchte für euch die Strafe eines gewaltigen Tages. Aber auch das hat nichts gebracht. Sie haben nämlich geantwortet, وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ, wir gehören nicht zu denjenigen, welche gestraft werden können. So, auf alles haben sie eine Antwort. Ja? Egal womit er kommt, auf alles haben sie eine Antwort. Nichts gefällt ihnen. Das sind Menschen, die einfach nicht wollen. Und solchen Menschen kannst du auch nicht helfen. Und was passiert jetzt? Jetzt kommt eine Vorwarnung. Das finden wir nicht direkt im Koran, aber das finden wir bei den Mufassirun, die jetzt erwähnen, was geschehen ist. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat jetzt die Aad bestraft mit einer Dürrezeit, die 3 Jahre lang anhielt. 3 Jahre lang kein Wasser. Der Prophet ist unter ihnen. Er warnt sie. Und immer wieder warnt er sie, immer wieder zeigt er, schaut mal, kehrt zu Allah zurück, damit wieder der Regen vom Himmel fällt. Aber sie wollen nicht hören. 3 Jahre lang gibt Allah ihnen eine Chance. Und Allah Ta'ala, er bestraft manchmal einen Menschen, nicht weil er ihn vernichten möchte, sondern weil er ihm eine Chance geben möchte, zurückzukehren. Ganz wichtig. Viele der Strafen oder viele der auch Dinge, die in meinem Leben schief laufen, sind eine Art Zeichen und Erinnerung und Ermahnung von Allah. Allah sagt dir, schau mal, du kannst noch zurückkehren, du hast die Möglichkeit. Wenn du beispielsweise für eine Sache belangt wirst, du machst eine Sünde und wirst bloßgestellt. Es ist für dich wie eine Strafe. Du hast jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder du lernst daraus und kehrst zurück und kehrst um, bittest Allah um Vergebung und änderst dich, oder du lernst nicht daraus und machst einfach weiter. Es liegt ganz an dir. Und Allah Ta'ala, er spricht hierüber im Koran. In Surat Ar-Rum, in Vers Nummer 41. Surat 30, Vers Nummer 41. Sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِ النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Diese Ayah ist unglaublich wichtig, hatten wir schon mal erwähnt gehabt. Unheil ist auf dem Festland und im Meer erschienen wegen dessen, was die Hände der Menschen erworben haben, damit er sie einiges von dem kosten lässt, was sie getan haben. Warum? Nicht um sie endgültig zu bestrafen, sondern لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, auf dass sie umkehren mögen. Allah Ta'ala, er
lässt dich manchmal die Folgen deiner Sünden schon in dieser Dunja kosten. Um dir einen Denkanstoß zu geben. Wach auf. Wach auf! Fang neu an! Manche Menschen profitieren davon. Andere wiederum profitieren davon gar nicht. Ich habe selbst erlebt, subhanallah, bei vielen Leuten, die dann in einer wirklich schlimmen Situation sind und einen Fehler machen. Und leider Gottes dann nur kurz bereuen, aber nicht bereuen für Allah, sondern einfach nur in diesem Moment darüber sozusagen bereuen, dass sie überhaupt entdeckt wurden und dass es auf sozusagen, dass es halt jetzt öffentlich wurde, dass die Leute Bescheid wissen. Also ihre Reue ist nicht für Allah, sondern ihre Reue ist einfach nur in diesem Moment temporär, vorübergehend. Und zwar bereuen sie, dass sie aufgedeckt wurden. Und sobald die Sache wieder vergessen ist, machen sie weiter. Haben nicht daraus gelernt. Was wäre die wahre Reue und was wäre der richtige, dann die richtige Reaktion? Die richtige Reaktion wäre, ich bereue für Allah. Allah hat mir, Alhamdulillah, ein Zeichen gegeben. Er hat mir gezeigt, wenn ich so weitermache, khalas, dann ist es vorüber. Und er hat mich einmal bloßgestellt. Ich bin jetzt erwischt worden. Ich habe die ganze Zeit betrogen, bin erwischt worden. Jetzt, subhanallah, bin ich vor Gericht und die Richterin oder der Richter drückt mir noch mein Auge zu und ich bekomme eine Strafe auf Bewährung. Aber ich lerne nicht daraus. Sondern ich mache weiter und nutze das aus. Leider ist das bei vielen Menschen so, subhanallah. Die richtige Reaktion aber wäre, ich ändere mein Leben komplett. Und es gibt subhanallah Geschichten von Leuten, die es wirklich geschafft haben, ihr Leben komplett zu verändern. Es gibt diese schöne Geschichte von Al-Fudayl ibn Iyad. Von Al-Fudayl ibn Iyad. Al-Fudayl ibn Iyad, er ist ein Räuber gewesen, ein Wegelagerer. Er hat Wegelagerei betrieben. Das sind Leute, die irgendwelchen Karawanen auflauerten und sie dann überfallen haben. Und subhanallah, eines Tages lauerte er eine Karawane auf und plötzlich, ja, hörte er eine Ähe, wie aus dem Nichts. Und das passiert manchmal wirklich, subhanallah, solche Dinge passieren. Ich habe selbst solche Geschichten von Leuten gehört, die ich wirklich, also persönlich kenne, die mir es erzählt haben. Plötzlich, wie aus dem Nichts, hörte er eine Ähe. Eine Ähe aus dem Koran, die ihn erinnert. Und dann hört er auch noch, es gibt hier verschiedene Versionen jetzt, wie die Leute sagen, hier ist ein gefährlicher Ort, weil hier nämlich ein berüchtigter Räuber ist, Al-Fudayl ibn Iyad. Und das hat ihn so getroffen, dass er selbst diese Worte über sich hören musste und dann auch noch diese Ehe hörte, dass er sein Leben komplett verändert hat. Komplett verändert hat. Und sich voll und ganz auf den Wege Allahs begeben hat. Ebenfalls. Eine weitere berühmte Geschichte ist die von Ibrahim ibn Adham. Ibrahim ibn Adham, der Sohn eines wahrscheinlich reichen Kaufmanns gewesen ist in Persien. Und der alles hatte, was er wollte. Und der auch ein bisschen mit seinem Reichtum angegeben hat. Und eines Tages, während er zur Jagd reitet, hört er ebenfalls eine Ähe wie aus dem Nichts, subhanallah. Und er lässt alles beiseite. Und beschreitet den Weg Allah subhanahu wa ta'ala. Also es gibt Menschen, subhanallah, die aus diesen Dingen Nutzen ziehen und sich verändern. Und dann gibt es wiederum Menschen, denen kannst du tausend dieser Zeichen geben, sie verändern sich nicht. Ich habe euch, weiß nicht, ob ich es hier erzählt habe, woanders, eine Geschichte, die ich wirklich aus erster Hand kenne. Aus erster Hand. Ja? Mein Bruder ist mit meinem Schwager zusammen, ja, also aus erster Hand, wirklich aus erster Hand, ja, sind, subhanallah, auf, hier in Berlin, ja, auf dem Schiff, nicht auf dem Schiff, sondern auf so einem Boot, die haben sich ein Boot gemietet. Und auf jeden Fall ruft mich dann mein Schwager an und sagt, Ferit Abi, ist was ganz Schlimmes passiert, wir müssen uns unbedingt treffen. Ich so, okay, dann habe ich mich getroffen mit den beiden, dann meinte er, wir waren auf dem Schiff gewesen und, subhanallah, sein Freund, ich sage jetzt natürlich keinen Namen und so, aber sein Freund, der plötzlich wie aus dem Nichts wurde er gewürgt. Da war keine Person gewesen, er wurde gewürgt. Und während er gewürgt wurde, hat ihm eine Stimme die ganze Zeit gesagt, warum betest du nicht, warum betest du nicht? Unglaublich. Das ist wirklich passiert. Gar nicht so lange her. Ich glaube 3 Jahre her. Kurz vor Ramadan war das geht. Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Ja? Wie aus dem Nichts. Er wurde gewürgt, er hat keine Luft mehr bekommen.
Ja? Und es wurde ihm gesagt, warum betest du nicht, warum betest du nicht? Und subhanallah, wirklich, also erstmal die Änderung, ja, die ersten Tage, Jalabi, Moschee, alles, dann aber leider wieder weg vom Fenster. Und teilweise schlimmer als vorher, oder nicht mein Schwager, ich rede jetzt hier über seinen Freund. Ja? Und da siehst du, es gibt Menschen, subhanallah, die profitieren, und es gibt Menschen, die profitieren nicht. Es gibt Menschen, die profitieren von den Zeichen Allahs, es gibt wiederum andere, die nicht profitieren. Das Problem ist, die Art, sie haben daraus nicht gelernt. 3 Jahre lang eine Dürre, ein Prophet ist unter euch. Das Einzige, was er verlangt, ist, wendet euch Allah zu. Aber sie wollen nicht. Sie glauben, sie wären unabhängig von Allah. Sie brauchen Allah nicht. Sie brauchen die Religion nicht. Und jetzt schicken sie eine Delegation von 7 Männern Richtung Mekka. Mekka war schon damals. Wie gesagt, Mekka ist ja, wie gesagt, das erste Haus auf Erden. Wie authentisch es ist, weiß ich nicht. Aber es wird zumindest so in den Qasas al-Anbiya-Büchern erwähnen. Wir erwähnen das, ja, ohne zu bestätigen, dass es wirklich so vorgegangen ist. Weil das finden wir weder im Koran noch in der authentischen Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar wird jetzt gesagt, dass eine Delegation von 7 Männern die Aufgabe hatten, Richtung Mekka zu gehen, um dort dann Allah Ta'ala zu bitten. Sie haben ja an Gott geglaubt, aber sie haben neben sozusagen ihren Glauben an Allah, haben sie Götzen angebetet, Allah Ta'ala zu bitten, dass es wieder regnen soll. Und jetzt auf jeden Fall, die Geschichte ist etwas länger. Sie verlieren sich dort, vergessen, warum sie eigentlich überhaupt dorthin gegangen sind, bleiben dort 2 Monate. Dann jeden Tag waren sie, waren dort zu Besuch bei ihrer Familie gewesen, und es gab dann dort 2 Singsklavinnen, die sie jeden Tag besungen haben bei ihrem Gastgeber. Und dieser Gastgeber, er hieß Qaid ibn Ans. Nein, das ist der Anführer gewesen von ihnen. Ja, der Gastgeber hieß Muawiyah ibn Bakr. Das sind alles jetzt Sachen, die wahrscheinlich nicht ganz gesichert sind. Ja, aber wir wollen es also erwähnen, um einfach den Kontext, ungefähr den Kontext zu kennen, wie das dann auch überliefert wird. Und auf jeden Fall nach 2 Monaten, und er war ja selbst mit ihm verwandt gewesen, und er wusste ja, dass sein Volk die Art leiden, hat er dann von den Singsklavinnen, die hießen die beiden Grashüpfer, ich weiß nicht, warum sie so hießen, ja, keine Ahnung, ja, aber so wurden sie sozusagen genannt, die beiden Grashüpfer, also die beiden Singsklavinnen hießen Grashüpfer, keine Ahnung warum. Und auf jeden Fall hat er dann gesagt, benutzt mal Gedichte, in denen ihr, weil er wollte sie nicht sozusagen wegschicken, weil die Araber sind sehr gastfreundlich gewesen, benutzt mal in euren Gedichten einige Strophen, welche darauf hindeuten, dass euer Volk oder das Volk der Art Hilfe benötigt. Und das haben sie dann auch gemacht und dann haben sie sich erinnert und sind dann wirklich zurück nach Mekka gegangen, haben dort Allah Ta'ala dann, haben dann gebetet und sind dann zurückgekehrt. Und jetzt kommen plötzlich 3 Wolken auf. Bei den Art. Eine weiße Wolke, eine rote Wolke und eine schwarze Wolke. Und der Qaid ibn Ans, das ist dieser Anführer der Art, er sollte jetzt auswählen, eine dieser 3 Wolken. Und er dachte sich, die schwarze Wolke sieht nach Regen aus, also wähle ich die schwarze Wolke aus. Und hierüber spricht jetzt Allah subhanahu wa ta'ala, dass es ihr Untergang gewesen ist, den sie ausgewählt haben. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht jetzt in Surat Ahqaf über die Zerstörung der Aad durch genau diese Wolke. Und zwar sagt er, فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. Als sie es, als sich ausbreitende Wolke sahen, sie sahen eine Wolke auf sich zukommen, die auf ihre Täler zukam, sagten sie, das ist eine sich ausbreitende Wolke, die uns Regen bringt. Woraufhin Allah antwortet, nein, vielmehr ist es das, was ihr zu beschleunigen gewünscht habt, nämlich die Strafe. Komm doch mit der Strafe, wenn du kannst.
Ein Wind, in dem es schmerzhafte Strafe gibt. Tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha. Der auf dem Befehl seines Herrn alles zerstört. فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ. So waren sie am Morgen in einem Zustand, dass nichts anderes von ihnen als nur ihre Wohnungen zu sehen waren. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. So vergelten wir dem Volk der Übeltäter. Allah subhanahu wa ta'ala, er erzählt jetzt, dass sie vernichtet wurden. Und in Surat al-Haqqa berichtet Allah ta'ala noch etwas ausführlicher darüber. Und zwar erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, dass es nicht irgendein Wind gewesen ist, sondern dass es sich hierbei um einen Sturm handelte. Ein Sturm, der 7 Tage und 8 Nächte anhielt. Und Allah ta'ala, er sagt folgendes: سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبَعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. Davor, وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. Was aber die Art angeht, so wurden sie durch einen heftig wehenden, eiskalten Wind vernichtet, den er entscheidende 7 Nächte und 8 Tage fortgesetzt gegen sie einsetzte. Da hättest du in ihnen die Leute auf dem Boden niedergestreckt sehen können, als wären sie Stämme oder Palmen. Mit anderen Worten, Allah Ta'ala, er hat sie vollkommen vernichtet. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ. Siehst du denn etwas von ihnen übrig geblieben? Allah Ta'ala, er hat das Volk der Art komplett zerstört. Davor hat Allah Subhanahu wa Ta'ala die Gläubigen gerettet. Das heißt, Allah Subhanahu wa Ta'ala, er hat jetzt sie zerstört, sie vernichtet, aber er hat die Gläubigen gleichzeitig gerettet. Und zwar sagt Allah Ta'ala in Surat al-A'raf folgendes in Bezug auf die Geschichte von Ad. قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجِسٌ وَغَضَبٌ. Er sagte, Gräuel und Zorn von eurem Herrn überfallen euch nun mehr. أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا مَا أَنزَلَ اللَّهُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ. Wollt ihr denn mit mir über Namen streiten, die ihr genannt habt, ihr und eure Väter, für die Allah keine Ermächtigung offenbart hat? فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. So wartet ab, ich gehöre mit euch zu den Abwartenden. Und jetzt? فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Da retteten wir ihn und diejenigen, die mit ihm waren, durch Barmherzigkeit von uns. Aber wir schnitten die Rückkehr derer, die unsere Zeichen für Lüge erklärten, ab, und sie waren nicht gläubig. Das ist die Geschichte von Hud alayhi salam mit seinem Volk der Ad gewesen. Das ist die sogenannte Ad al-Ula, die erste Ad. Es gibt noch eine zweite Ad. Ja, über die wir kurz, inshallah, das ist nicht viel, was wir darüber wissen, dann beim nächsten Mal sprechen werden, als Überleitung dann auch zu dem nächsten Propheten, nämlich dem Propheten Salih alayhi salam. Subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, bismillahir rahmanir rahim, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jazakumullah khairan.